Windows 10 nervt. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Da haben sich viele von euch schon bestimmt mit dem einen oder anderen Kram rumgeärgert. Ich mich natürlich auch und deshalb habe ich mal hier ein Video zusammengestellt, so mit 5 Punkten, die mich am meisten nerven. Die Liste hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dafür hast du ja die Kommentare. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was dich an Windows nervt. Ich stelle mal hier nach dem Intro meine 5 Punkte vor. Fangen wir mal an mit Punkt Nummer 1 und ich hoffe, ich kann das zeigen, denn so richtig zuverlässig funktioniert das Ganze nicht. Ich habe mal irgendeine Webseite offen und drücke jetzt Windows und Pfeiltaste. Ich möchte also das nach links verschieben. Ja, es funktioniert natürlich nicht jetzt. Toller Vorführeffekt. Es gibt ein paar nervige Voreinstellungen, die Windows so im Angebot hat. Ich versuche es mal weiter. Es ist zum Mäusemelken. Ja, auch wieder, da hätte ich jetzt gleich einen sechsten Punkt nehmen können. Also Windows hat einfach ein paar schlimme Voreinstellungen, die dafür sorgen, dass man erstmal das System umkonfigurieren muss, damit man es in einen benutzbaren Zustand bekommt. Ich wollte jetzt hier das Andocken zeigen. Das ist hier eigentlich aktiviert, ne, aber beim Andocken eines Fensters zeigen, was daneben angedockt werden kann. Ich docke es an und er zeigt mir nichts an. Klasse Sache. Also selbst das funktioniert nicht zuverlässig. Ich bin restlos begeistert. Ja, ich will es aber trotzdem mal zeigen. Jetzt sieht man es. Okay. Vielleicht hat er jetzt ein Problem mit der Tastenkombination gehabt. Das ist eine Voreinstellung, die ist standardmäßig so gesetzt und wenn ich ein Fenster nach links oder rechts an den Rand schiebe, dann zeigt er mir an, was ich daneben noch andocken kann. Das finde ich aus zwei Gründen dämlich. Zum einen will ich vielleicht gar nichts daneben andocken, zum anderen kann ich mir das manuell viel besser raussuchen. Denn diese Miniaturansicht hier, die ist bei mir so klein, dass ich eh nicht sehen kann, was in den Fenstern alles eher offen ist und ich das anhand dieser Miniaturansicht gar nicht entscheiden kann. Ich habe einfach mal ein paar Fenster aufgemacht und man sieht jetzt halt einfach, dass die so verkleinert sind, naja, dass das relativ sinnlos ist, das Ganze. Ich könnte das viel einfacher manuell machen, also ich klicke mir jetzt hier eine zweite Anwendung, schiebe die in die Ecke, mal groß machen und nach links und jetzt habe ich mir die Sachen auch nebeneinander gestellt. Also kann man auch manuell viel besser machen. Ja, kann man einstellen, aber der erste Punkt bei mir ist ja Voreinstellungen. Also die schlechten Voreinstellungen, die Windows einfach für den Nutzer schon mal ausgewählt hat und man ist erstmal damit beschäftigt, ein paar Einstellungen zu setzen, damit das Ganze überhaupt benutzbar wird. Das war jetzt nur ein Beispiel für so eine Einstellung, die ich persönlich nervig finde. Du hast natürlich andere, die du nervig findest. Ja, aber generell hat, glaube ich, jeder so ein bisschen das Problem, dass Windows halt schlecht voreingestellt ist. Was habe ich noch für ein Problem? Das sehe ich jetzt hier fast schon, nämlich diese Einstellungen hier. Die nerven mich auch. Diese Einstellungen sollen ja irgendwie die Systemsteuerungen ablösen. Und mit jedem Feature-Update, das Microsoft rausbringt, wandert auch irgendeine Einstellung oder irgendein Knöpfchen mehr in dieses Einstellungsfenster. Ich finde schon mal die Benamung bescheuert. Warum heißt das eine Systemsteuerung und das andere Einstellungen? Da ist schon die Differenzierung, sehr merkwürdig, finde ich. Schauen wir uns aber mal ein Beispiel an. Zum Beispiel möchte ich mal was an meinen Netzwerkadaptern konfigurieren. Das ist schon mal schön hier oben. Ich kann hier suchen und bekomme schon mal so eine Auswahl angezeigt. So, mach das Ganze mal groß und jetzt gehe ich hier auf Adapteroptionen ändern und jetzt bin ich wieder in der Systemsteuerungsansicht. Quatsch natürlich. Ich will ja hier zum Beispiel diesen Ethernet 0 in dieser Einstellungsübersicht ändern. So, hier kann ich ein bisschen was ändern. Kann sogar hier die IP-Zuweisung ändern, kann die auf manuell stellen und so weiter. Ein bisschen was geht, aber halt nicht alles. Und das führt dazu, dass ich hier eine Parallelstruktur habe, die ich auf der einen Seite nur halbgar bedienen kann, weil einfach wichtige Dinge fehlen. Schauen wir mal in die echte Systemsteuerung, die müsste ich auch schon offen haben, genau. Ich gehe mal hier rein und da habe ich einfach viel mehr Optionen. Ich gehe mal zum Beispiel auf IPv4. Hier kann ich viel einstellen, hier kann ich was einstellen. Alles Einstellungen, die ich jetzt drüben nicht oder nur in geminderter Form habe, was am Ende dazu führt, dass ich doch wieder nur die Systemsteuerung benutze, denn was helfen mir denn die Einstellungen, wenn die Hälfte einfach fehlt? Also diese Umstellung von Einstellungen auf Systemsteuerung, die wird uns wohl noch eine Weile begleiten, denn der große Wurf scheint hier echt nicht in Sicht zu sein. Was nervt mich noch? Na, dazu gehe ich mal in die Einstellungen wieder zurück. Und hier habe ich zum Beispiel die Option mit den Diagnose- und Telemetriedaten. Mich nervt, dass ich hier nicht gänzlich abschalten kann, dass überhaupt irgendeine Kommunikation zu Microsoft stattfindet. Updates natürlich mal ausgenommen. Aber hier werden halt regelmäßig diese Diagnosedaten geschickt.
Auch die Einstellung erforderliche Diagnosedaten finde ich ja auch witzig. Es sind natürlich überhaupt keine Diagnosedaten erforderlich. Die Formulierung ist natürlich Unsinn. Hat vielleicht mit der DSGVO zu tun, dass man jetzt einfach so tut, als wären die für den technischen Betrieb des Betriebssystems erforderlich. Ist natürlich Unfug. Es gibt natürlich Zusatztools, die das Ganze abklemmen können, aber genau das ist doch nervig. Ich möchte doch keine Zusatztools installieren müssen, um so eine Option setzen zu können. Kommen wir zum nächsten Punkt und der ist so ein bisschen ähnlich wie mit diesen Diagnosedaten und zwar dem Online-Zwang. Es gibt ja keinen so richtigen Online-Zwang. Ich kann ja immer noch Offline-Konten anlegen, also ich kann einfach ein lokales Benutzerkonto anlegen und habe in der Regel auch keinen Nachteil im Vergleich zu einem Online-Konto. Wenn ich hier zum Beispiel auf mein Konto verwalten gehe, habe ich hier die Möglichkeit, ein Microsoft-Konto anzumelden. Und da ist Microsoft auch ziemlich penetrant. Gerade bei der Systeminstallation wird man mehrfach dazu aufgefordert, sich doch online zu registrieren. Und als würde das nicht reichen, wird dann auch zum Beispiel noch OneDrive einfach mitinstalliert und man wird mehrfach darauf hingewiesen, dass man sich doch jetzt mal hier anmelden soll, damit man auch OneDrive nutzen kann. Möchte ich jetzt einen weiteren Benutzer hinzufügen, habe ich schon wieder ein ähnliches Problem. Und er bietet mir jetzt nur an, dieses Online-Konto hinzuzufügen. Jetzt kann ich hier auf Abbrechen gehen, dann fliege ich hier wieder raus. Ich kann aber nochmal da drauf gehen und kann sagen, ich kenne die Anmeldeinformationen gar nicht. Und erst jetzt sagt er mir hier Benutzer ohne Microsoft-Konto hinzufügen. Man sieht also, wie penetrant und unverschämt Microsoft hier vorgeht, um einen auf dieses Online-Konto zu zwingen. Ja, der nächste Punkt, der ist offensichtlich, da hatte ich auch mal ein längeres Video mit Learning IT dazu gemacht. Schaut dazu einfach mal in die Infokarte. Es geht um Bloatware. Diese ganzen vorinstallierten Apps, die man hier sehr schön sehen kann, man hat halt ein frisch aufgesetztes Betriebssystem und fühlt sich erstmal wie in einem Casino oder ja wie auf einer Litfaßsäule. Hier bekommt man erst massenweise Werbung eingeblendet und sogar zu so nutzlosen Dingen wie irgendwelchen Spielchen, Wetterinformationen, Microsoft News, alles Sachen, die mich bei einem Windows-Betriebssystem null interessieren. Man wird hier auch noch so ein bisschen gegängelt, Office doch mal zu installieren und diese Mail-App zu benutzen. Also fast alles, was ich hier sehe, ist quasi ausschließlich Werbung oder man soll auch verführt werden, Apps zu benutzen, die halt Microsoft anbietet. Für ein produktives Betriebssystem finde ich das wirklich schlecht und nervt, denn ich darf jetzt erstmal wieder ganz viele Rechtsklicks machen und hier auf Deinstallieren gehen. Oder wie in meinem Video gezeigt mit Learning IT halt auch ein automatisiertes Tool nehmen, das die meiste Arbeit schon abnimmt. Jetzt bist du dran, schreib mir doch bitte mal deine nervigsten Windows 10 Features in die Kommentare.